Image-Filme. Hallöchen, wir machen jetzt Pause. Es gibt City Vision bald ganz neu. Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche und frische Sendung im Juni. Ist cool. Nicht nur für die Großen, sondern auch für die, die darin einmal ganz groß werden wollen. 42 Mannschaften aus 33 Grundschulen treten dieses Jahr an, um das hier zu gewinnen, den Pokal. Den gibt es für den Sieger des Vitus Cups. Das größte Sportturnier Mönchengladbachs, hier im Sparkassenpark. Zum 13. Mal findet der Vitus Cup statt und für eine Mannschaft soll das heute eine Glückszahl werden. In der Endrunde hoffen jetzt 20 Teams auf den Sieg. Alle sind gut durchmischt, Mädchen und Jungen spielen zusammen. Einen klaren Mannschaftsfavoriten, den gibt es hier nicht. Beide Mannschaften aus dem letzten Jahr, die im Finale standen, sind zum Beispiel in der Vorrunde ausgeschieden. Von Jahr zu Jahr ändert sich das. Einen richtigen Gesamtsieger gibt es definitiv nicht. Also da lassen wir uns jedes Jahr aufs Neue überraschen. Wenn man einmal den Vitus Cup gewonnen hat in Mönchengladbach, da kann man schon stolz sein, sich das an die Brust heften. Also man merkt schon, wie wichtig das ist. Weiter ruhig bleiben und hinten steht jetzt sicherer. Auch diese Kids von der Montessori-Grundschule nehmen das Turnier sehr ernst. Zum ersten Platz reicht es heute nicht mehr. Jetzt haben sie ein neues Ziel. Nein, unser Ziel war es erstmal leider, für Erster zu werden, aber hat leider nicht geklappt. Aber jetzt ist unser neues Ziel, Fünfter zu werden. Komm! 2x10 Minuten wird gespielt. Einfacher Kinderfußball ist das längst nicht mehr. Beide Seiten wissen, wie man richtig kämpft. Danach hat es die Montessori-Grundschule gepackt. Den 5. Platz hat sie gewonnen! Die Endrunde des Vitus Cups, das ist ein wahres Großevent. Im Sparkassenpark wird auf 4 Kleinfeldern gleichzeitig gekickt. Geht der Ball ins Aus, landet er auf dem Nachbarspielfeld. Hin und wieder gibt's auch ein paar Verstauchungen und blaue Flecken, aber nie was wirklich Ernstes. Am Schluss bleiben sie hier übrig, die Mannschaften der Grundschule Steinstraße und Zeppelinstraße. Im Finale spielen sie gegeneinander, torlos allerdings, selbst in der Verlängerung. Die Entscheidung fällt beim 7-Meter-Schießen. Jubel bei der Zeppelinstraße. Die Spieler bekommen den Pokal. Und nicht nur das. Zusätzlich dürfen sie ihre Vorbilder hautnah erleben im Trainingslager der Borussia. So sehen Sieger aus Schalala. So sehen Sieger aus Schalala. Dein Leben ist hektisch genug. Die neue Kompaktlimousine Citroën C4 Cactus mit Citroën Advanced Comfort Federung. Ab 155 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Citroën. We'll be right back.
Wir laden Sie ein zur Probefahrt. Autohaus Krefelder Straße, Krefelder Straße 30 bis 32 in Mönchengladbach. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es ist tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Das Schützenwesen am Niederrhein ist Kulturerbe mit Siegel der UNESCO-Kommission. Und obendrein sind die Schützen Partyweltmeister. Unges Pengste in Korchenbruch. Am Pfingstsamstag ab 19 Uhr mit Mrs. Brightside und einem großen Feuerwerk. Pfingstsonntag diesmal ab 20 Uhr mit Wall Street und dazu die großen Paraden mit über 1000 Schützen, Musikanten, Fahnenschwenkern und Blumenkorso. Unges Pengste in Korchenbruch. Da wollen alle feiern. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Das ist mein heutiges Gewicht. Ich bin glücklich. Endlich wieder eine 7 nach vorne. Tag 1 nach der Halbzeit bei Susanna will leichter werden. In 20 Therapietagen bei Subest sollte unsere Sanna 8 Kilo leichter sein. Das rheinische Energiebündel machte 8,7 daraus und in dieser Woche sogar noch 9,6. Auf der Waage steht nun vorne wieder eine 7. Zur Belohnung gibt es wieder was auf die Hüften, aber nur Kleidung, denn heute geht es zum Shoppen. Erstmal ein bisschen schauen und bummeln. Ja, ich bin gerade irgendwie relativ blaulastig, aber ich mag blau und in der Kombination mit weiß besonders. Auch das finde ich sehr schön zu einer weißen Hose. Hat natürlich was Maritimes, aber das mag ich halt gerne. Aber heute kommt es nicht darauf an, was Susanna gerne mag, sondern was sie davon hält. Styling-Coach Stefanie Ma ist seit über 10 Jahren in der Stilberatung tätig, kennt sich sehr gut mit Mode aus und den Problemzonen ihrer Kunden. Aber vor allem hat sie einen objektiven Blick auf die Kleiderauswahl. Schauen wir mal, wie Susanna abschneidet. Susanna, du hast fast 9,5 Kilo abgenommen. Ja. Das ist richtig, eine richtig tolle Hausnummer. Ja. Wirklich, da kannst du super stolz sein. Die Kleidung, die du ausgesucht hast, die ist schön. Das ist das, was wahrscheinlich dein Kleiderschrank sowieso füllt. Ja, das sind vielleicht noch mal ein bisschen neue Sachen, weil sie ein bisschen figürlicher sind, aber grundsätzlich sind das die Farben. Und jetzt legen wir das mal weg und dann setzen wir noch mal richtig ein i-Tüpfelchen drauf. Weil, jetzt lassen wir es mal knallen. Okay, also wir lassen es knallen. Knallen lassen kenne ich eigentlich nur so mit Sekt und so weiter, aber ich gehöre zu den Mutigen. Also Farbe, ich bin sehr gespannt. Mir wird es gerade warm. Sie will mich in Pink stecken. Oh Gott. Jetzt sei doch mal mutig, Susanna. Ein bisschen Farbe kann bestimmt nicht schaden. Der Sommer steht auch vor der Tür. Von uns aus kann die Shoppingtour jetzt losgehen. Wir hängen das mal wieder weg und Stefanie, soll ich dir was abnehmen? Und meine Reaktion, nee, abgenommen habe ich schon von alleine. Susanna, gibt es denn irgendwelche No-Gos in der Kleiderauswahl? Irgendwas mit Schmetterlingen drauf. Oh Gott, furchtbar. Blumen finde ich schön und Muster mag ich ja auch, aber Schmetterlinge geht gar nicht. Gut, nichts mit Schmetterlingen, aber mit Schmetterlingseffekt. Heißt, kleine Änderungen können große Wirkungen haben. Schauen wir mal, was Styling-Coach Stefanie für dich aussucht. Genau, sowas wäre auch schön. Ne? Das ist jetzt natürlich das nicht würde mir kurz, jetzt nicht, ne? Das würde ich mir niemals nehmen, ja. Weil würde ich sagen, nee, das ist zu altbacken. Aber vielleicht muss man es anziehen, um einmal es zu sehen. Ne? Einmal also
Ich hätte die Jacke vielleicht genommen, ja, aber das Kleid so nie. Susanna lässt sich führen. Für die beiden geht es nun eine Etage höher. Und unser Styling-Coach findet schnell die richtigen Sachen, wenn Susanna es zulässt. Nur wir wollen ja mal ein bisschen was anderes, ne? Wir wollen ja mal, wir können das gerne mitnehmen. Das ist ja so die Schiene, zu der du greifst, gerne greifst. Und bei der du auch sicher bist. Ja, okay. Die Menschen, ich spreche jetzt gerade über Frauen und Männer, die ein paar Kilos zu viel haben auf den Hüften, die neigen dazu, große Größen zu kaufen, zu überdecken. Die neigen dazu, dunkle Farben zu tragen und somit gar keine Figur mehr zu zeigen. Und auch da ist es wichtig, dass man Taille zeigt, dass man den Fokus darauf legt, was wirklich schmal ist. Und es gibt immer etwas, auch wenn man sich gerade vielleicht nicht so fühlt in der Haut, aber es gibt immer etwas, was schmal ist und das sollte betont werden. Eben, man muss sich nur trauen oder wie in Susannas Fall gut beraten werden. Flipflop, also das kann man wirklich ganz vielfältig kombinieren, finde ich. Ich bin total schön. Begeistert. Ja? Die Farbe gefällt mir, also echt geil. Ja. Wirklich, dann würde ich sagen, gebe ich es dir schon mal in die Hände. Der erste Knaller ist eingepackt, weiter geht's. Unsere beiden Shopping-Queens haben sich durch die große Auswahl durchgearbeitet. Jetzt spannt uns aber nicht länger auf die Folter. Wir wollen die Sachen an Susanna sehen. Oh, ich krieg noch mal Unterstützung, glaube ich. So, bevor Sie in die Kabine gehen, kann ich Ihnen vielleicht was Leckeres anbieten, was Sekt oder Wasser. Oh, Susanna. Ja. Wie kann ich denn da Nein sagen? Also ich glaube, trockenen Sekt darf ich, weil er hat ja keine Kohlenhydrate. Finde ich total super, weil wir haben jetzt so viel schon ausgesucht und ich habe jetzt wirklich Durst. Finde ich gut, den Service. Alles für unsere Shopping-Queen des Tages. Da bleibt uns nur noch zu sagen, Vorhang auf für das erste Outfit. Boah, super. Echt? Super. Also, das könnte mein neues Kleid werden. Stefanie hat auch noch einen passenden Schal dazu parat. Genau. Und ich habe mich gerade noch mal dazu organisiert, denn es gibt ja auch so Momente, da möchtest du vielleicht nicht schulterfrei laufen. Und da kann dieses Tuch Wunder wirken. Wenn du dir das so lässig so drüber drapierst beispielsweise. Mhm. Ne? Genau. So einfach ganz lässig. Oh ja, sehr schön. Ne? Fällt mir sehr gut. Das komplettiert das Ganze. Ne? Ja. Kannst du auch immer so ein bisschen, wie du halt die Farben wählst. Ja, genau. Ne? Kann die nach vorne. Und ginge auch. Ich finde, du kannst das toll tragen. Es ist eine super Farbe für dich. Ist perfekt von der Länge. Es sieht sehr heiß aus. Und das kannst du halt variieren. Ja? Mhm. Selbst wenn, ne, wenn du, wie du eben mir verraten hast, noch ein bisschen abnehmen wirst weiter, wirst du das definitiv variieren können. Und auch darüber kannst du ein kurzes schwarzes Jäckchen anziehen. Da könntest du eine Jeansjacke, um es legerer zu kombinieren. Ach, wir haben eine Jeansjacke. Ja, wir doch mal ganz kurz aus. Das finde ich auch gut. Weil ich finde, kann jedes schicke Kleid auch etwas legerer tragen, sportiver. Genau, und mit dem Hellblau dazu sieht das. Hast du denn ein. Genau. Raus kommt dieses Outfit also definitiv nicht. Wir sind gespannt auf das nächste. Okay, schau mal, Susanna, das wäre das perfekte Kleid und wir haben uns gewagt, das in 38 zu nehmen. Ne? Also 38. Nur ehrlicherweise ist es einfach, es dürfte eine Nummer legerer sein. Ansonsten, Farbe ist super, das ist hier sehr schmeichelhaft. Ja, das ist schön, das gefällt mir auch sehr gut. Wirklich perfekt. Anziehen. Ja, aber das bräuchten wir eine andere Größe, definitiv. Wir haben ja auch noch knapp 20 Therapietage vor uns. Das Kleid kommt auf die Warteliste. Auf zum nächsten Outfit. Schau mal, Susanna, das ist einfach zu groß. Ist zu groß? Das kannst du mir gerne geben, das organisiere ich dir noch mal kleiner. Wie fühlst du dich damit, mit den Super. Farben? Finde ich toll. Ja? Ich würde dazu auch wieder verschiedene Pumps anziehen, also blau oder rot. Genau. Und aber Sneaker. Ich würde auch einen Sneaker zu anziehen. So was Ähnliches, So was Ähnliches. Vielleicht Unifarben. Das würde das gut dazu. Unifarben, damit es nicht so viel ist. Genau. Ja, Tretretret. Finde ich Ja, gut. Sehr cool. Lässig, oder? Auch mit dem, genau wie cool. du den jetzt trägst. Genau so, genau mit so. Pumps, ja. Sehr cool. Darf ich dir immer hinten das Bändchen eben schließen? Ja. Das würde ich auch noch genauso lässig baumeln lassen. Rock und Bluse sind gekauft. Susanna ist zufrieden mit der Auswahl des Styling-Coaches. Ein paar Dinge mussten zurück. Und Stefanie, dein Fazit? Überlegen wir noch mal. Die Jeansjacke, die hatten wir wirklich zu allen Outfits passend dazu kombiniert. Das war super lässig, weil es sichtbar macht, weil der Rock halt einfach eine tolle Farbe hat. Der Rock ist etwas anders vom Stil als die herkömmlichen Röcke. Mit dem Top zusammen, das ist halt süß gemacht hier hinten mit dem Schleifchen. Ein absolutes Must-Have, das ist die Farbe des Frühjahr-Sommers 2018. Es ist auch gerade geschnitten und kann hier in der Taille flexibel variiert werden. Ein super schönes Kleid
mit dem Tuch dazu. Und das sportivere Kleid in diesem Jeans-Style mit dem kleinen Bindegürtel in Größe 38 passte perfekt. Und die Susanna hat sich daran sehr wohl gefühlt. Dann kann es jetzt an die Kasse gehen. Für Susanna war das erste Shoppen nach der Gewichtsreduktion ein voller Erfolg. Und eine Riesenmotivation für die nächsten Folgen. Hierbei Susanna will leichter werden. Hallöchen, wir machen jetzt Pause. Es gibt City Vision bald ganz neu. Freuen Sie sich auf eine abwechslungsreiche und frische Sendung im Juni. Sendung verpasst? Auf cityvision.de findest du jeden Tag die aktuelle Sendung. Hallo und herzlich willkommen bei City Vision, das Magazin an einem. Das Programm der Woche auf einen Blick. Und alle wichtigen Infos rund um dein Stadtfernsehen. Klick dich in die Mediathek und stöbere auf unserem YouTube-Kanal durch unsere Beiträge. Folge uns auf Facebook und zeig uns deine Meinung mit einem Like oder Kommentar. www.city-vision.de. Sie haben ein ausgefallenes Hobby, einen außergewöhnlichen Beruf oder eine kuriose Leidenschaft? Dann schicken Sie uns Ihre Story an presse@city-vision.de oder rufen Sie uns an unter 02161 2999 5220. City Vision, wir zeigen, was Mönchengladbach bewegt. Die große Menschheitsfrage, was war eigentlich zuerst da, die Henne oder das Ei? Und ich habe die Antwort, denn am Anfang gab es tatsächlich erst die Idee dazu. Die richtige Idee, die kann man überall haben. Zum Beispiel hier. Und hier. Hier. Oder ganz häufig hier. Natürlich kommt es immer darauf an, was man aus der Idee macht, die man vor Augen hat. Zum Beispiel das. Und genau das machen wir hier bei City Vision. Denn schließlich sind wir spezialisiert auf gute Filme. Wir produzieren nicht nur, wir senden auch. Bitte. Hallo und willkommen zu City Vision, das Magazin. Und all das geht los mit der richtigen Idee.
City Vision, Ihr Partner für Werbe- und